Die Augenringebehandlung oder Tränenfurchenbehandlung beim Mann kann schon mal sehr sensibel sein, aber die Behandlung erfolgt immer bei uns so, dass die Patienten relativ schnell wieder fit sind und schnell aufstehen können und dann auch sich direkt im Spiegel auch wiedererkennen, ohne dass ein Gesichtsausdruck verändert wird, nur die Müdigkeit wird halt relativiert. Dass es nicht bei jeder Tränenfurche immer gleich aussieht und gleiches Ergebnisse verschafft, sollte, denke ich, klar sein. Deswegen ist eine vorherige Untersuchung durch den plastischen Chirurgen immer erforderlich, damit man die richtige Einstellung auch hat und die Erwartungshaltung auch entsprechend anpassen kann. Ich denke aber, auch hier wird man sehr schnell mobil sein, also man wird das Ergebnis relativ schnell sehen können und der Patient kann dann ganz einfach aufstehen, wie in dem Fall hier, und die Behandlung endet dort.